Haben Sie denn den idealen sozialen Zustand erreicht, in dem es keine Armen gibt? Fragte ich. Wir haben zumindest jenen idealen sozialen Zustand erreicht, in dem es keine Reichen gibt, antwortete der Professor. Tatsächlich. Wollen Sie damit sagen, dass es bei Ihnen überhaupt keine Reichen mehr gibt? Eher, antwortete mein Gastgeber, dass wir überhaupt keine reichen Menschen haben. Was? Rief ich aus. Nicht einen einzigen reichen Mann in der ganzen Republik? Es gibt keinen einzigen reichen Mann, keine einzige reiche Frau und kein einziges reiches Kind in der ganzen Republik. Und es wird auch nie einen geben, lautete die Antwort. Darüber will ich nicht streiten, bemerkte ich nach einigen Minuten des Nachdenkens, und ob das nun ein wünschenswerter Zustand ist oder nicht, so ist es doch sicherlich ein besonderer für ein Land wie dieses, das nicht nur mit materiellen Ressourcen jeder Art gesegnet zu sein scheint, sondern auch mit der Fähigkeit und Energie, sie bis zum letzten Grad zu nutzen. Würden Sie mir erklären, warum ein Mann mit Fleiß und gutem Urteilsvermögen in einem solchen Land nicht so reich wird wie anderswo auf der Welt? Aus demselben Grund, aus dem sich ein Mann nicht an seinen Stiefelriemen über einen Zaun hebt, antwortete der Professor scherzhaft. Ganz einfach, weil es ein unmögliches Kunststück ist.